Hallo meine Lieben, heute gibt es dieses Blümchendesign. Alles was ihr dazu braucht, sind einmal eine Farbe eurer Wahl, die ihr als Unterton benutzt. Ich habe so einen metallischen Ton genommen, weil der gerade jetzt auch im Sommer richtig schön glänzt, wenn die Sonne drauf scheint. Und dazu dann einen passenden Ton für meine Blümchen, also ein Pink. Gelb für unseren gelben Punkt in der Mitte von den Blumen und Grün für unsere Blättchen. Außerdem braucht ihr noch entweder ein Dotting-Tool oder einen schmalen Pinsel. Ich habe jetzt einen schmalen Pinsel genommen und auch noch einen zweiten für meine Blätter, aber da könnt ihr auch nur einen nehmen, wenn ihr wollt. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich habe mir jetzt alle Finger in diesem metallischen Ton lackiert und fange jetzt mit den Blüten an. Dazu nehme ich Pink und einen schmalen Pinsel und male einfach 4 Punkte auf den Nagel und verbinde die dann in der Mitte. Deshalb geht das auch mit einem Dotting-Tool sehr gut. Mit Gelb und dem schmalen Pinsel oder eben einem Dotting-Tool kommen jetzt noch die gelben Punkte in die Mitte der Blumen. Mit Grün und dem schmalen Pinsel malen wir dann hier noch Blätter ran an die Blumen. Einfach um das Ganze noch ein bisschen aufzufrischen. So einfach und schnell ist unser Design fertig. Ich persönlich finde es wirklich sehr schön, weil es frisch und freundlich ist, gerade für die Jahreszeit super geeignet und auch noch total einfach zu machen ist. Wenn es euch auch gefallen hat, dann gebt dem Video doch ein Däumchen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr keins meiner weiteren Videos verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal.